ein Affen als Schiedsrichter, ein Hund und ein Fuß gehen lang durch den Wald. Dann entdecken sie plötzlich eine große frische Moos, die auf dem Meer lag. Irgendjemand musste sie verloren haben. Beide Tiere stürzten sich gierig auf die Moos. Und jener wollte sie alleine haben. Nachdem sie eine Weile Menschen um ihren Hund gekämpft hatten, erinnerten sie ein Schiedsrichter zu befragen. Ein Tumoraffe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Moos behalten dürfe. Hund und Fuß tun also dem Schiedsrichter im Streit vor. Der Affe hörte aufhören zu. Schließlich sprach er das Urteil. Die Sache ist klar. Jeder von euch gehört genau die halbe Moos. Damit zerbrach der Affe die Moos und legte die beiden Teile in die Zerschale einer Waage. Der eine Moosende war schwerer und so neigte sich die eine Schale nach unten. Der Affe ist von ihm Stück ein Großmann und traf ihn auf. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sie die andere Schale nach unten. Abschnapp, bis er auch von ihm Teil ein Arm nahm. Wieder prüfte der Affe das Gleichgewicht und musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Stück Moos zu schwer war. Einmal von ihm, einmal von ihm Teil, bis der Affe ein Stück ab. Jedoch die Waage zeigte ihm den gleichen Hand. Die Muskeln wurden immer kleiner, die Augen von Hund und Fuß immer größer. Schließlich, Lutsch, Futsch, waren sogar die beiden Mooszettel verschlungen. Die Mooskarte lecker geschmeckt. Mit eingetrocknetem Schwanz schlichen der Hund und der Fuß davon. Sie waren so wie über sich selbst und die Schiedsrichte, dass sie nach kurzer Zeit übereinander herfielen und von neuem anfingen zu rauchen. Der Affe aber freute sich über das leckere Mahl.